Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Grandia. Diesmal sind wir im Dorf Dyed und wollen mit dem Schiff das Meer der Nixen überqueren. Das Schiff wurde uns von Gardwin bereitgestellt und ich glaube, wir müssen erstmal mit Dr. Eimer reden. Hallo Dr. Eimer. Wow, ist das Gardwins Boot? Welch ein Boot. Das ist echt cool. Das ist seit Generationen das Boot seiner Familie. Es ist ein starkes Boot, das rauer Behandlung standhält. Oh, ist es so stark? Ja? Also, es hat dann kein Problem mit einem kleinen Sturm. Es war ein letztes Geschenk von einem ziemlich unbeholfenen Mann. Bitte passt gut darauf auf. Wir verstehen, Dr. Eimer. Wir werden das Meer der Nixen überqueren. Es ist jetzt ein Geschenk an euch. Tut damit, was immer ihr wollt. Also, plant ihr, sofort loszufahren? Natürlich fahren wir sofort los. Ihr seid noch so tatkräftig. Wie immer, der Weg vor euch wird nicht leicht. Ihr mögt manchmal den Mut verlieren. Aber zweifelt nie daran, an das, was Gardwin und Sue von euch erwarten. Seid vorsichtig. Nehmt keinen Schaden. Das mit keinen Schaden wird etwas schwierig, aber ich versuch's. Also, wir fahren los. Ja, auf geht's. Hübsches Boot. Hat Ähnlichkeiten mit seinem Zuhause. Aber was ich mich gerade frage, wo hatte das Schiff die ganze Zeit geparkt? Ich meine, das ist ja nicht so klein, dass es irgendwo rumliegen könnte. Oha, da ist aber viel Wasser. Okay. Fiona plätschert im Wasser. Wahrscheinlich kann sie nicht schlafen. Ihr Gegensatz zu Justin. Der konnte in aller Seele in Ruhe schlafen. Fena, wo bist du? Hey, ein Koffer. Oder ein Speicherpunkt. Heilen, und wieder mal ein Tipp. Wahnsinn. Tipp. Zurück. Boah, was ist denn los, ey? Zurückgelassene Gegenstände. Ausrüstung und Gegenstände, die von Gruppenmitgliedern beim Verlassen der Gruppe zurückgelassen wurden, werden zum Koffer gebracht. Außerdem werden ihre Erfahrungspunkte für jede Fertigkeit zu den Gegenständen addiert. Wow, cool. Und in den Koffer gelegt. Sue und Gardwin haben also die Sachen dagelassen. Wenn eine Figur die Sachen verwendet, bekommt sie einige der von Sue und Gardwin verdienten Punkte. Die Figur bekommt die Punkte, aber nur, wenn sie die Fertigkeit besitzt. Cool. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Holzschwert verwende, bekomme ich Gardwins Punkte. Was soll ich mir überlegen? Oh, Justin! You're awake! Look. Everywhere you look, there's nothing but ocean. Not a single island in sight. The moon is so beautiful. See its reflection in the sea sparkling like a diamond? Say, Justin, are you planning on standing there forever? Come sit with me. Why are you sitting so far away? Fine, I'll move over there. (laughs)
the first time we've been alone together. What's wrong? Why the silent treatment? Well, you know. No. I've been thinking about things here in the night breeze. Say, you know what I've been thinking about? Guess, Justin. I know. You've been thinking about me. That Justin, he's so manly, so handsome, and such a wonderful person. Guess not, huh? Try again. I know. Well, maybe you weren't entirely wrong. Huh? When I first met you, Justin, we were sailing over the sea. I'm remembering that time. That time? You said I was still a newbie, and you wouldn't even give me the adventurer's greeting. At that time, I never even imagined that I'd go on a journey with you. But you've grown stronger and braver and so trustworthy, Justin. Your place in my heart grows bigger and bigger. Thina? Long ago, when I was still living with my big sister, I was so happy. But the day my sister left, I was all alone. Even now, I sometimes worry. The more I think I'm happy, the more I worry. I worry that everyone will leave me, and that I'll be left all alone again sometime. Justin, do you think we can be together forever? Of course we will. We're gonna have adventures together forever. That makes me so happy. Thank you, Justin. When I'm with you, Justin, I feel so safe and just so happy. It's because I'm with you, Justin. No one else, not even my sister, could take your place. Thina. Say, Justin, do you love me? Of course I love you. Sue loves you, and Gadwin too. We all love you, Thina. Justin, I'm not talking about that kind of love. Huh? Thina, what do you mean? Thina. It must be because of the moonlight. You look different than usual. I mean, well, you look really beautiful. Well, of course, you're always pretty. What am I saying? It's strange. Isn't it odd? I can say things now that I'd normally be too embarrassed to say. Thina. Justin. You're special to me. What was that? That sound? What's wrong? Did something hit us? Huch. Da ist... Ja, toll, bitte nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell lesen, Mensch. Bist du okay? Bist du verletzt? Ah. Wow. Bitte, hilf mir, mein Held. Die Piraten. Huch. Oh nein, Justin. Moment mal. Du musst uns sagen, was los ist. Ich verstehe nicht. So ist es gut. Lass Justin in Ruhe. Ich bin von einer Insel hier in der Nähe geflohen. Die Piraten haben uns angegriffen. Was? Hier gibt es Piraten? Oh ja,
Sie haben uns alle gefangen genommen. Nur ich konnte fliehen. Bitte, bitte, mein Held, rette uns alle. Das ist schrecklich. Finna, wir müssen Ihnen helfen. Einen Moment. Welche Insel? Die Insel, da drüben. Sie werden alle auf der Insel von gemeinen Piraten gefangen gehalten. Bitte, mein Held, rette uns alle. Machen Sie fertig. Ich, der tapfere Justin, werde diese gemeinen Piraten bezwingen. Aber warte einen Moment, Justin. Oh, Held, ich bin dir so dankbar. Kein Problem. Wir machen Sie fertig. Jawohl. Deine Zunge hängt raus, Justin. Was soll das? Du hast gerade mit mir gesprochen. Komm schon, wir legen auf der Insel an. Los, Fena. Vergiss es. Das ist das letzte Mal, Justin. Sie macht dich ganz närrisch. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten, mein Held. Bitte, bitte hilf alle und rette sie. Keine Sorge, wir werden sie schlagen. Einen Moment mal, Justin. Komm her. Oh, Fena ist eifersüchtig. Was ist los, Fena? Ich finde das Mädchen irgendwie verdächtig. Außerdem war diese Insel vorher nicht da. Was redest du da, Fena? Die Freunde dieses Mädchens sind von Piraten verschleppt worden. Ich bin kein Abenteurer, wenn ich die Bitte dieses Mädchens ignoriere. Trotzdem, Justin. Na gut, lass uns das überprüfen, Fena. Ich denke mal, Justin ist... Sein paar Gehirn ging entscheidend aus, wenn er hier Mädchen mit wenig Stoff sieht. Naja. Werden wir mal gucken, was hier so abgeht. Wow, grüne Frische. Was seid ihr eigentlich für Frische? Das interessiert mich jetzt. Ihr seid... Krötenkönige. Wow, jetzt geht's los. Finger los. Heuler. Okay. Die registrieren Windzauber sind nicht sehr effektiv. Okay, probieren wir mal Erdzauber. See my power. Okay, wir registrieren, Erde ist effektiver. So, nun probieren wir mal Feuer. Ich weiß nicht, ob es alle trifft. Ich versuch's einfach mal und ich hoffe es mal. Oh, Flame Burnham! Juhu, alle getroffen. Okay, es ist. Feuer ist mitteleffektiv. Und mal sehen, das normale Schwert ist natürlich normal effektiv. Aha, wie ich diesen Frosch überrascht habe. Plötzlich stand Fena neben ihm. Und ein Impfstoff gefunden. Juhu. Als ob ich sowas bräuchte. Geld, Wahnsinn. Aber wie eine Insel kommt mir das nicht vor. Ich meine, hier hast du kaum Bewegungsfreiheit. Wow! Das war enge. Fast hätten wir mich erwischt. Okay, Krötenkönig. Kampf 2. Fena wird Feuersäule machen. Oh, Flame Burnham! Und Justin wird Boom Pow einsetzen. Ah nein, nicht beben. Boom Pow. So. Fire! Fly away! Okay.
Herzstufe erhöht. Yeah. What a fish. Und höchstwahrscheinlich ist das auch ein Impfstoff. Genau wie ich es mir gedacht habe. Ich weiß noch nicht, wozu ich so viel Impfstoff brauche, aber egal. Ich geh mal hier lang. Und darüber und hier lang. Und was ist das? Lachsfische. Wow. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet, aber egal. Froschkampf Nummer 2. Okay, los, Fena. Diamantenstau. Muhaha. Und Justin wird Gefrieren einsetzen. Oh, Power of Ice! Lebenstrank. Ja, jetzt kann ich viele Leute wiederbeleben, ohne Gegenstände einzusetzen. Okay, mal sehen, was kann eigentlich dieses Allerheilmittel? Ist zwar nicht schlecht, aber ich brauch's nicht wirklich. Krötenkönige. Oh, ich habe heute wirklich keine Aussprache. Krötenkönige, jetzt habe ich's. Okay, wie brauche ich Lebenstrank? 6. Ist doch hier günstig. Okay, Heulerschlag. Oh, Wind, blow him away! Und Justin. Boom, pow. See my power. So. What a thing. Alle getötet. Okay, mal kurz nachgucken, wie viele Punkte brauche ich denn bei Fena? Wind, nicht mehr allzu viel und Erde, boah, so viel bei Erde. Bei Wasser brauche ich volle 100 Punkte, na lustig. Gehe ich jetzt eigentlich am besten lang? Vielleicht auch sage ich immer hier lang. Das ist noch Geld. Okay, mal sehen. Ja, okay. Also ich muss aber in den Fröschen lang. So viele Frösche. Wahrscheinlich werden die alle von diesem ekelhaften Geruch der Piraten angezogen. Okay, was mache ich denn jetzt? Beben. Feel the Earth's Fury! Hena wird auch Beben einsetzen auf dieselben Frösche. Oh, Earth, protect us all! Und ich hoffe mal, dass wir schnell genug sind, um nicht von den linken Fröschen angegriffen zu werden. Der Frosch hat auch noch überlebt. Okay, Justin. Juhu. Oh, wie ich es liebe.
Boom auf die Frösche dort. Und Fena wird Beben auf die Frösche dort drüben einsetzen. Wow, WTF. Alter. Ja, natürlich, bricht Justin ab. Ich hasse den Frosch, der muss natürlich da wegspringen, dann kriegt er keinen Schaden, ey. Okay, Fena, los! Du wirst... Nochmal Beben einsetzen. Obwohl, nee, das bringt nichts. Und halt warm auf Justin. Please protect us. Okay, Justin. Flammengeschoss, los. See my power. Sehr schön. Wieder 212 Erfahrungspunkte, einen Impfstoff, den ich wieder mal nicht brauche. Und dann laufen wir hier weiter. Wo springt er hin? Ich traue den Viech da nicht. Okay, der Fachass denken, ich bin hier richtig. Ob das kommt von da oben, Frösche. Nein, nicht heilen. Beben. This'll teach you. Juhu, den Äußeren sogar noch getroffen. Ich habe schon Angst gehabt, den treffe ich nicht. Burn to a crisp! Ja, Vollstufe erhöht. Los, Fena. Setz Beben. Nee. Nicht Beben. Setze Warwine, genau. War auf Justin. Please protect us. Schwertstufe erhöht. Haha. Mein erster Schlag konnte ausweichen, aber der andere nicht. Okay. Immerhin bin ich hier sogar schon richtig. Ich muss schon noch den Eingang finden. Verräterische Klinge. Okay. Wo ist ein Heilpunkt? Bitte? Geht es euch allen gut? Der tapfere Abenteurer Justin kommt zu eurer Rettung. Oh mein Held! Du kommst uns zu retten. Vielen Dank, mein Held.
Kommt, kommt, kommt alle mit mir. Was redest du, du Dummkopf? Da hinten ist noch eine weitere Schwester. Bitte rettet meine Schwester. Bittet, rettet. Was? Ich bitte dich, mein Held. Na gut, überlass es nur mir. Moment mal, Justin. Da ist dort etwas faul dran. Was redest du da, Fener? Jemand wird gefangen gehalten. Wir müssen beeilen uns sie retten. Aber... Nicht ohne einen Speicherpunkt. Hallo, Speicherpunkt? Ey, nee, ich habe schon so viele Zauberpunkte ausgegeben, wehe, ich kann die jetzt nicht einsetzen. Geht es dir gut? Der Held Justin, komm zu deiner Rettung. Komm, lauf schnell weg. Held, ich warte seit langer Zeit auf einen Mann wie dich. Ich bin am Verhungern. Ich halte es nicht mehr aus. Was? Du bist am Verhungern? Komm, mein Held, sei mein Abendessen. Wow. Was? Was in aller Welt geht hier vor? Also doch eine Falle. Dieses Mädchen sind eigentlich Nixen. Wirklich? Hätte ich es nicht gedacht. Es kommt aus dieser Richtung, Justin. Okay, Fehler. Ich hoffe, wir haben wirklich volle Zauberpunkte. Wenn nicht... Oh nein, das ist doch ein Witz, oder? Okay, einen Speicherpunkt mir hinsetzen und dann erwarten, dass ich diesen Gegner mit Leichtigkeit fertig mache. Ah, lustig. Klasse. Sepp, alle kann ich auch nicht einsetzen. Ach, komm, ey. Ist doch nicht wahr. Oh, Flame Burnham! Ein gutes Herz. Meiste Zeit wird eh nur Justin angegriffen. Burn to a crisp! Aber wir hoffen mal, dass es nicht so schnell passiert, weil das Zap ist eigentlich sehr effektiv. Windstufe erhöht. Yeah. Ob das bei dem Vieh hilft? Ja, natürlich. Ja, renn hin. Autsch. Oh, Power of Ice! Ich hoffe echt, Fjord klappt, aber dann habe ich nicht mehr das Problem mit dieser scheiß Verlockung. Natürlich nicht. Warum auch? Okay, Justin, Zap. Burn to a crisp! Und das Vieh, das Fischvieh ist noch am schlimmsten. Das kann den Zauberspruch Schockwelle, wenn ich mich richtig erinnere. Und den hasse ich. Okay. Oh, das ist so schön, dass ich kaum Zaubersprüche anwenden kann, ey. Oh, Power of Ice! Au. Och, ey. Komm. Ist nicht nett. Gott. Heilen 2 auf Justin. Now you'll be okay. Damit uns Justin nicht so schnell wegstirbt hier. Okay, Justin. Lotus Heap. Burn, baby, burn. Aber erstmal knistern von Fena. Oh, Power of Ice. Burn, baby, burn. 461. Okay, Fena. Juhu. Knistern.
Tower of Ice. So, Justin, Moment. Hast du so eine blaue Pille? Halt SP, halt SP. Ich brauche nichts für SP, ich brauche was für ZP. Lustig. Halt. Autsch. Jetzt kann die was erleben. Here goes. Okay, jetzt geht's los. Diamantenstaub. Und Windstufe erhöht. Juhu. Und ich glaube, das war's für Justin. Verdammt. Oh. Nein, Justin. Okay, verdammt. Wie viel hat das Vieh noch? Grober Überblick. Ich will Informationen über den Gegner haben. Hallo? Eine andere Idee halt. 124. 124. Kann ich nochmal Diamanten stoppen? Nein, kann ich nicht. Hoffe mal, dass Flammengeschoss genug abzieht. Oh, Flame Burnham! Ja! Leider ohne Chance, aber immerhin, wir haben es geschafft. That was pretty. ...4400 Erfahrungspunkte, yeah! Okay, wir sind immerhin beide wieder auf demselben Level. Einzige Positive daran. Was ist das diesmal? Diesmal? Dieses Wackeln? Ist es möglich? Die Insel versinkt. Lauf, Fena. Oh, da hinten war was. Links in der Ecke. Und da ist auch noch was. Noch mehr Gold. Habe ich alles nicht gefunden. Explodiert das oder versinkt die nur? Es sah aus, als ob das explodieren würde. Wieso stehst du auf? Bist du nicht müde, Justin? Ich fühle mich nicht in Stimmung zum Denken. Ich hätte auf dich hören müssen. Ich fiel in die nächsten Falle. Wenn ich alleine wäre, hätten mich die Nixen vielleicht verspeist. Ich fühlte mich so blöd. Sei nicht so hart mit dir selber, Justin. Die Nixen haben dich nicht verspeist. Und ich lass dich nie alleine gehen, Justin. Fena. Keine Rede davon, irgendwo alleine hinzugehen, Justin. Gerade weil Abenteuer Gefahren mit sich bringen, ist ein Partner, der immer bereit ist, zu helfen. Nein. Das ist nicht, was ich eigentlich sagen möchte, Justin. Du bist ein Besonderer.
Fina, gestern Abend hast du das auch gesagt. Justin ist ein besonderer... Ein besonderer was? Sag schon, Fina. Ich dachte nicht, du würdest so aufmerksam zuhören, Justin. Naja, ich kann nicht sagen, dass ich viel verstanden hätte. Das ist okay, Justin. Im Moment verstehe ich meine eigenen Gefühle nicht. Ich kann dir nicht die richtigen Wörter für meine Gefühle finden. Und ich glaube, das reicht momentan. Ich werde von jetzt an vorsichtiger sein. Du bist unheimlicher als die Nixon, wenn du böse bist. Nun gut, hab ich wirklich nachgedacht? Oder habt ihr wirklich... wirklich nachgedacht? Na, egal. Die Morgensonne, die Nacht ist zum Tag geworden, Fena. Neue Abenteuer haben begonnen. Oh, ich kann Land sehen. Justin, sieh nur. Was? Yeah. Wir haben das Meer der Nixon überquert. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben TD1 fertig gespielt und mal sehen, ob wir jetzt auch, wie das funktioniert mit der CD2. Mal sehen. Zuerst zu drücken, um Speicherstand zu wechseln. Speicher nicht vergessen. Okay. Das heißt, wir müssen nur einen Speicherstand wechseln und können dann CD2 spielen. Okay. Dunstzüge 22 Stunden überschreiben. So. CD2, Jungfrauwald, Frauenwald. Okay, ich mache kurz einen Cut und wechsle mal kurz die CD. Bis gleich. Hallo, und hier sind wir ja schon auf CD2. Drücken Sie Start. Ja, mein Controller. Moment. Jetzt. Okay, drücken Sie Start. Spiel laden. Jungfrauenwald, CD2. Wahnsinn. Okay. Laden. Ja, bitte. Wird geladen. Überprüfe Spielladen. Und juhu. Fängt schon mal mit guter Musik an. Wow. Sieh dir das an. So eine Blume habe ich noch nie gesehen. Oh, bitte nicht so schnell. Das stimmt. Es ist hier ganz anders als in Valencia. Strahlender Himmel, juhu. Wir sind ganz schön weit gekommen, Justin. Justin? Ist das nicht erstaunlich? Noch ein Stück und wären in Alent und hätten das Angelo-Puzzle gelöst. Oh, Justin. Du übertreibst wirklich immer, oder? Was? Fina, hast du was gesagt? Oh Mann, Justin. Aber lass nur. Gehen wir. Auf nach Alent. Gut. Warte auf mich, Lite. Ich komme bald zurück. Juhu, und wir sind auf CD2. Juhu. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.